Macht RB Leipzig Borussia Dortmund zum Meister? Genau das könnte dieses Wochenende passieren, denn Borussia Dortmund, die treffen auf den FC Augsburg. Ein Sieg ist eigentlich Pflicht und ist auch zu erwarten, aber beim FC Bayern München, da ist es alles andere als sicher, denn sie treffen am Samstag um 18:30 Uhr im Topspiel auf RB Leipzig. Für Leipzig, da könnte es eben umso wichtige Champions League Plätze gehen, deshalb müssen sie eigentlich alles geben. Und das könnte natürlich dazu führen, dass Borussia Dortmund am Sonntag, am 33. Spieltag, Tabellenführer ist. Meine Prognose und alle statistischen Daten zu den beiden Spielen hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo für den Kanal, um nichts mehr mit der Bundesliga zu verpassen. Ja, schauen wir uns doch mal die Partie Bayern gegen Leipzig an. Wenn wir auf den FC Bayern München gucken, die aktuelle Formkurve, die ist eigentlich ziemlich gut. Seit dem 30.04. hat man seit diesem Ausrutscher 3:1 in Niederlage gegen Mainz, hat man eigentlich nur noch gewonnen. 2:0 gegen Hertha, 2:1 gegen Werder Bremen, 6:0 gegen Schalke. Das sind natürlich jetzt erstmal sehr, sehr gute Voraussetzungen, aber man muss ganz klar sagen, das waren jetzt auch nicht die stärksten Teams. Zwei Aufsteiger und einmal der Tabellenletzte. Das ist natürlich kein Maßstab für die Bayern. Davor ging es gegen Mainz 3:1, 1:1 gegen Hoffenheim und man darf nicht vergessen, auch ein Unentschieden, das würde Borussia Dortmund schon reichen, denn die beiden trennt ja nur einen Punkt. Aber wie ist eigentlich bei RB Leipzig? Die sind eigentlich auch wieder relativ stark drauf. 3:2 gegen Augsburg, dann war mal eine 2:0 Niederlage gegen Leverkusen, 1:0 gegen Hoffenheim, 1:0 gegen Freiburg, 2:1 gegen Werder Bremen. Und man steht eben auch noch im DFB-Pokalfinale, demnach hat man auf jeden Fall alle Trümpfe in der Hand. Das könnte also richtig eng für den FC Bayern München werden. Und Dortmund, die haben das Gegenprogramm am Sonntag um 17:30 Uhr, da treffen sie auf den FC Augsburg. Ja, und die sind nicht so wirklich gut drauf. 3:1 verloren gegen Bochum, 1:0 mal gewonnen gegen Union, 1:1, 1:1, 3:2. Das ist nicht so überragend. Borussia Dortmund hingegen, die sind seit dem Ausrutscher, dem 1:1 gegen VfL Bochum, 6:0 gegen Wolfsburg, 5:2 gegen Gladbach, alles sehr, sehr überzeugende Siege. Da glaube ich, brennt nichts an. Es kommt also wirklich nur auf die Form vom FC Bayern München an, woran man aber erwähnen muss. Falls der SC Freiburg heute Abend verliert, dann ist RB Leipzig ganz sicher in der Champions League. Das heißt, in der Bundesliga geht es für sie um gar nichts mehr. Sprich, man könnte alle Leute schon für ein mögliches DFB-Pokalfinale, wobei das ja erst in 2 Wochen stattfindet. Man würde aber natürlich nur quasi gegen Bayern spielen, zu Hause gegen Bayern, also in der Allianz Arena. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer. Und wenn es dann um nichts geht, dass man nicht mal die Punkte braucht, falls Freiburg heute Abend verlieren sollte, dann sehe ich da eigentlich keine große Motivation. Aber was meint ihr? Wird das nochmal eng? Oder glaubt ihr, das lässt sich der FC Bayern München jetzt 2 Spieltage vor Schluss nicht vernehmen? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.